Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 15 Team of the Season Prediction. Wir sind angekommen im zweiten Part der Liga BBVA beim 8. insgesamt. Und wir sind momentan in der wohl stärksten Liga der Welt, wenn es ums Internationale geht. Momentan sind auch drei Spitzenteams in den internationalen Wettbewerben vertreten. Und zwar sind das einmal der FC Sevilla natürlich und Barcelona und Madrid. Und wir wollen uns heute mal so ein bisschen mit diesen Spielern von diesen Vereinen natürlich auch beschäftigen. Denn es geht uns ums Team of the Season dieser Liga und dementsprechend auch um einige Spieler aus dieser Liga. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Vielleicht schaut mal wieder 1500 Likes. Wäre richtig, richtig nice. Würde mich extrem drüber freuen. Ist die großartige Unterstützung, die ihr mir überhaupt geben könnt. Und der Randrun ist ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt. Das heißt, wenn ihr mich weiter unterstützen möchtet, schaut da vorbei. Günstiges PSN und mag ich es auch gut haben. Und natürlich auch Coins, wenn ihr die braucht, für FIFA 15 Ultimate Team. Das Team of the Season kommt immer näher. Es wird so in einem Monat released werden. Zumindest meiner Einschätzung nach. Vielleicht auch schon in zwei Wochen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht genau, was letztes Jahr rauskam. Aber es steht auf jeden Fall vor der Tür. Und deswegen muss ich mich ein bisschen ranhalten hier mit den Predictions, ein bisschen. Aber, wir versuchen das heute ohne weitere Versprecher über die Bühne zu kriegen. Ich mache das ja normalerweise immer hier in einem Take. Und deswegen will ich das auch heute fortsetzen und werde das jetzt nicht rauscutten. Aber egal, wir starten mit dem Mittelfeld, natürlich mit den Zentralmittelfeldspielern. Wir haben da natürlich wieder zwei Flügelspieler und dann noch einen Zentralmittelfeldspieler als Ersatzspieler und einen Flügelspieler als Ersatzspieler. Und wir fangen an mit dem Zentralmittelfeld. Und da haben wir zum allerersten Mal, Toni Kroos und auf der anderen Seite Isco Alcaron. Das sind zwei Spieler von Real Madrid. Warum diese beiden? Ihr seht es eventuell in Statistiken. 30 Spiele, ein Tor und 8 Vorlagen für Toni Kroos. 29 Spiele, 3 Tore und 8 Vorlagen für Isco. Das ist eine ziemlich, ziemlich starke Statistik. Vor allem bei Isco, wenn man bedenkt, dass der lange Zeit nur Ersatzspieler war, beziehungsweise gar nicht so gefragt. Aber mittlerweile ist er so ein bisschen in Hype verfallen. Hat ja auch ein Upgrade bekommen von 83 auf 84. 2 Informs während des Team of the Years sogar ein. Und man muss ganz ehrlich sagen, was der Typ jetzt in dieser Saison nochmal sich entwickelt hat, das zeigt, was für ein Talent er ist und dass der immer stärker werden wird. Für mich persönlich momentan besser als James Rodriguez, vor allem die Ballkontrolle von dem Kollegen. Boah, Bernier. Der Hansus hat letztens mal gesagt, dass Thiago wohl der beste Spieler ist, was die Ballkontrolle angeht, auf dem Planeten. Aber ich sehe da einen Isco und eventuell noch andere Spieler mit ihm gleich auf. Und also was Isco am Ball kann, das ist wirklich richtig, richtig krass. Auf der anderen Seite, Toni Kroos ist einer der unauffälligeren Spieler in diesem Team of the Season, denn ein Tor, 8 Vorlagen und nicht so viele Ballkontakte. In letzter Zeit vor allem wird immer wieder gesagt, Kroos ist auf dem Platz nicht so auffällig, aber trotzdem natürlich ein elementar wichtiger Part von Real Madrid. Es wird immer wieder, wenn es Befragungen gibt, gesagt, Kroos war der beste Transfer im Sommer. Nicht James Rodriguez, nein, Toni Kroos. Und er ist natürlich einfach auch ein guter Fußballer. Hat ein Team of the Year bekommen und ich könnte mir auch vorstellen, wenn Real die Champions League gewinnt, das heißt, wenn er, das ist eigentlich vollkommen irrelevant. Fällt mir gerade mal so auf, weil es geht ja gar nicht da rein. Ich könnte mir trotzdem auf jeden Fall vorstellen, dass er ein Team of the Season bekommt. Es gibt allgemein aber relativ viele Kandidaten, die da noch reinkommen können. Parejo beispielsweise habe ich nicht drin, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Der ist nicht in meinem Team of the Season, obwohl Valencia eine klasse Saison spielt und er ebenfalls. Die Karte ist ja auch ziemlich nice, also mit einem 87er Rating dann, aber ich habe mich jetzt für Kroos hier entschieden. Es gäbe noch andere Kandidaten, aber der Deutsche ist halt einfach wirklich sehr, sehr stark und wird in den Medien auch gehypt. Und ich denke mal, deswegen könnten die, gerade die Marker, die ja sehr viel von ihm hält, ihn da reinvoten. Der Ersatzspieler wird dann auch nochmal sehr interessant werden. Übrigens Iniesta, Xavi und auch Sergio Busquets habe ich nicht mit reingenommen. Xavi ist übrigens besser diese Saison als Iniesta. Ich habe mir die Statistik mal angeguckt. Der hat kein Tor und keine Vorlage gemacht. Das wusste ich überhaupt nicht. Aber das ist schon ziemlich krass, wenn man bedenkt, wie der gehypt wird und dass der immer noch im Team of the Year war. Aber gut, meiner Meinung nach war er da sowieso zu Unrecht. Wir kommen zu den Flügelspielern und ich denke mal, da sollten die Stammspieler ganz, ganz klar sein. Und zwar einmal der Weltfußballer und auf der anderen Seite der eventuell zukünftige Weltfußballer. Und zwar Cristiano Ronaldo und Neymar Junior. Ja, 29 Spiele, 39 Tore, 14 Vorlagen. Ich denke mal, zu Ronaldo muss man gar nichts sagen. Die 5 Tore im Spiel gegen Wanda. Das ist Elche, war es Elche? Ich weiß nicht, als sie 8 oder 9-1 gewonnen haben. Ich denke mal, die haben wieder unterstrichen, dass er momentan in bombastischer Form ist. Auch wenn er teilweise nicht mehr so viele Buden macht, wie es vor langer Zeit war oder vor einiger Zeit war. Am Anfang der Saison. Er spielt mittlerweile deutlich teamdienlicher. Wenn man sich das jetzt anguckt im Champions League Halbfinale, Viertelfinale gegen Atletico Madrid, wie er den Ball da quer gelegt hat. Früher hätte er draufgebolzt mit links. Mittlerweile legt er den quer und so kommen auch seine 14 Torvorlagen zusammen, die wirklich auch sehr, sehr stark sind für Ronaldo, wenn man denkt, dass er früher immer nur gehatet wurde, dass er so eigensinnig ist. Mittlerweile für mich immer noch der beste Fußballer der Welt und dementsprechend auch verdient im Team of the Season. Ich denke mal, da kann man gar nichts gegen sagen. Genauso wenig wie gegen Neymar. Neymar spielt nämlich eine bombastische Saison beim FC Barcelona. Könnte auch eine 94er Karte bekommen. Ich habe jetzt plus 6 gemacht. Warum, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. 94er Karte wäre auch relativ wahrscheinlich. 18 Tore, 7 Vorlagen in 27 Spielen für Barcelona. Die spielen eine super Saison, sind international sehr, sehr stark dabei, sind in der Copa del Rey, glaube ich, auch noch am Start und in der Liga sind sie momentan Tabellenführer und Neymar hat auf jeden Fall einen Anteil dran, ist neben Suarez und Messi natürlich auch der absolute Topspieler dieses Jahr bei Barcelona und dementsprechend wird er meiner Meinung nach definitiv einen Platz im Team of the Season bekommen als linker Flügelspieler. So, das waren jetzt die beiden Spieler, die relativ offensichtlich waren. Jetzt kommen die Ersatzspieler dran und
und da ist so ein bisschen schwierig. Wie gesagt, zentrales Mittelfeld gab es einige Kandidaten. Und auch in der linken Mittelfeldseite, beziehungsweise rechtes Mittelfeld, gab es einige Kandidaten. Ich hoffe, ich habe mich in euren Augen für die richtigen entschieden, aber schreibt mir eure Meinung natürlich wieder in die Kommentare. Das ist nämlich das, was hier die Diskussion anregen soll. Denn es ist ja nur eine Prediction, es steht ja nicht fest und deswegen haut auf jeden Fall eure Meinung da rein. Ramos war letztes Mal sehr diskutiert und dieses Mal könnte es sein, dass der gute zentrale Mittelfeldspieler sehr diskutiert wird. Alter Schwede, es ist nämlich in meinen Augen Ivan Rakitic. Wir haben bei Barca bisher nur einen Spieler und bei Madrid zwei und ich glaube, dass jeder noch sehr gerne einen Barca-Spieler reinklatschen würde, beziehungsweise auch die Marke einen Barca-Spieler noch reinklatschen wird. Aber ich habe ja schon angeführt, Busquets meiner Meinung nach nicht, auch wenn er hat er sogar zwei in Form oder einen in Form, auch wenn er in Form, in Klammern, hat und Xavi Iniesta ist auch relativ unwahrscheinlich. Deswegen habe ich mich für Rakitic entschieden. Er hat zwei in Forms, er hat 29 Spiele, 4 Tore, 7 Vorlagen. Würde dementsprechend ganz gut reinpassen. Er könnte auch ZM werden. Ich habe ihn jetzt zum ZOM gemacht. Könnte auch ein 90er-Rating bekommen. Hat sich bewiesen bei Barcelona, dass das nie nur bei Sevilla konnte. Ja, er hat ziemlich überzeugt diese Saison in seiner ersten für einen so großen Verein. Ich meine, Schalke ist jetzt auch nicht so klein, aber ich denke mal, damals war er noch nicht so krass, wie er mittlerweile ist. Die Werte sehen richtig, richtig geil aus. Ich bin gespannt, ob die Marca ihn reinpacken wird oder eher nicht. Das ist halt die große Frage. Es könnte halt auch Parejo werden beispielsweise von Valencia. Es gibt noch andere Kandidaten. Ich habe mir welche aufgeschrieben. Aber ich finde den Teller jetzt gerade nicht, deswegen kann ich euch das jetzt allein nicht sagen. Aber Thiago. Thiago fällt mir jetzt schon von da an, aber der ist ja im Team of the Season Most Consistent vertreten, soweit ich das gesehen habe. Also der wäre auch noch eine Möglichkeit von Atletico, aber ihr seht schon der andere Spieler auf der anderen Seite. Koke von Atletico, 28 Spiele, 2 Tore. Das soll nicht eine Vorlage sein, sondern 11 Vorlagen, aber ich denke mal, das könnte mir verzeihen. Also 11 Vorlagen für ihn, er ist ein elementar wichtiger Bestandteil des Atletico-Teams. Die sind ja momentan nicht mehr so in meiner Gunst, denn na, der Spielstil gefällt mir nicht, aber in der Liga ist das ja noch ein bisschen anders als in den internationalen Spielräumen. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass Koke ein Team of the Season bekommt. Die spielen nämlich zwar nicht so die überragende Saison, aber halt immer noch top. Und deswegen, gerade weil Koke da so ein wichtiger Bestandteil ist, das Supertalent von Atletico, der vielleicht meist begehrte Spieler von den, wie heißen sie nochmal? Rochi Blancos, glaube ich. Ja, aber die Matratzen oder so werden die doch genannt haben. Irgend so einen Spitznamen haben die, ich weiß nicht genau, weil die Matratzen so in Spanien früher aussahen. Kleiner Random Fact am Rande, ist ja auch vollkommen scheißegal. Aber auf jeden Fall wäre Koke eine Möglichkeit. Pablo Piatti. Ey, ich bin heute echt nicht gut drauf, ne? Ich verwechsel irgendwie dauernd Sachen. Egal. Pablo Piatti von Valencia wäre auch noch ein Kandidat für die linke Mittelfeldposition. Gareth Bale natürlich auf der anderen Seite für Real Madrid wäre auch eine Option. Aber ich bin mir da nicht so ganz sicher und denke, dass Koke da schon ganz gute Chancen hat. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Das war's von dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. 1500 wären richtig, richtig geil. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.